Hey Freunde, willkommen zurück hier bei Valheim. Ja, wir werden jetzt dann gleich weiterfahren mit unserem Schiff in Richtung Drachenmutter. Vorher packe ich aber hier mal noch schnell ein bisschen was rein, damit wir wieder Kohle bekommen. Den Laden hier auch noch voll. Ja. Gut, dann würde ich auch sagen, geht es auch schon weiter, damit wir hier auch mal vorwärts kommen. So, zack. Pack mal alles ein und weiter geht's. Paddel mal los hier, Kollege. Schauen. So, prima. Und Abfahrt. Junge, das ist halt echt immer noch ewig. Gefühlt. Aber mal schauen. Es muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Eventuell haben wir ja Glück. Das kann man wieder wegmachen. Ich hab doch es gepennt, oder nicht? Mal, hier ist Osten, also ist Osten da drüben und hier ist, na gut, dann geht die Sonne wohl gerade unter. Gut, dann müssen wir wohl auch ein bisschen durch die Nacht segeln. Aber es muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein. Dann haben wir hier gleich mal ein bisschen Spannung, falls doch die ein oder andere Seeschlange hier auftauchen sollte. Ich denke mal, ein bisschen Spannung kann definitiv nicht schaden. Mal schauen, dass wir hier auf Kurs bleiben. Ja, gespannt. Weil mich will doch nur eine einzige Schildkröte. Die wird da vermutlich schon reichen für das ganze Chitin. Damit wir die Harpune bauen können. Wir brauchen ja nicht mal zwei oder drei Stück davon. Eine reicht im Idealfall schon. Mal gucken, das ist wahrscheinlich die Insel da vorne. Mal schauen, ob wir da irgendwie einen Weg da durchbekommen. Nicht, dass die Insel jetzt da so rüber geht. Zuletzt ist da bei meiner Insel gar nicht Ende, sondern es geht da noch ganz... Aber das kann ich mir nicht vorstellen, so riesig kann da die Insel gar nicht sein, oder? Die bis dahinter geht. Wobei ich es natürlich nicht ausschließen wollen würde, da wir hier schließlich schon echt einiges gesehen haben. Es gefühlt nichts, was es nicht gibt. Kann man mal vorbeigeschippert. Ah, das ist es schon soweit mit dem Wind. Das hätte ich es nicht gewusst. Gut, wir könnten es natürlich auch einfach wieder anlegen. Und nochmal schnell pennen. Unbedingt, wenn es so zappenduster ist, will ich jetzt hier auch nicht rumschlippern. Versaut die ganze Stimmung und vor allem, weil ihr halt auch nichts seht. Das ist das, was mich eigentlich hauptsächlich dann nervt in der ganzen Sache. Ah. Tschüss. Und tschüss. Er wird jetzt schon nicht mein Boot zerstören, hoffe ich. Falls doch, werden wir natürlich bei unserer Rückkehr erstmal den Arsch aufreißen. So. Jetzt gehen wir pennen und dann auch könnten wir eigentlich schnell einmal den Ofen auffüllen. Unseren Schmelzofen und unseren Kohlemeiler.
Zack. Lass mich du hier. So. Dich will ich auch noch einmal auf. So. Und dann wieder Kommando zurück. Eventuell haben wir dann heute auch wieder bessere Windverhältnisse. Als erstes werden wir wahrscheinlich erstmal hier unseren Kollegen killen müssen, oder auch nicht. Ich mach schon mal unser Boot, bevor sie noch komplett auseinanderfällt. Zack. Jawohl. Schieben wir es ein bisschen rüber. So. Immer. Und Abfahrt. So, klappt doch wie am Schnürchen. Na, jetzt sehen wir auch mal wieder was. Gut, die Sonne ist gerade schon am Aufgehen. Von daher. So, müsste es von der Richtung ungefähr passen. Mal schauen, dass ich es noch rausbringe, wie lange wir noch guten Wind haben. Wahrscheinlich nicht mehr lange, wenn ich da rechts rüber schaue auf die Windanzeige. Aber es kann doch definitiv. Das ist immer noch meine Insel. Ich glaube, ich spinne. Ist tatsächlich da immer noch, glaube ich, außer da ist vielleicht Wasser dazwischen, was ich aber nicht glaube. Von daher ist die Insel schon echt riesig. Komm Wind, dreh doch bitte. Ich will nämlich heute noch ankommen. Aber ich glaube, der Wind, da dreht sich nicht mehr viel. Oh, außer natürlich, es gewittert jetzt. Ja. Ja, jetzt kommt doch bestimmt gleich hier wieder eine Seeschlange. Aber das Problem ist, wenn die Seeschlange kommt und wir haben keinen guten Wind, dann wird es ziemlich schwierig, die ganze Sache irgendwie zu überleben, wenn ich das mal so sagen darf. Aktuell sehe ich noch keine. Es ist echt immer übel, der Wind. Irgendwie ist das Schiff immer die Nussschale immer rumwirft. Seeschlange ist noch keine in Sicht. Kann aber vermutlich nicht mehr lange dauern. Oh Gott, jetzt habe ich gar kein Ding mehr. Das kann nicht paddeln. Wenn jetzt eine Seeschlange kommt, dann sind wir komplett lost. Aber ging ja nochmal gut. War aber ein kurzes Gewitter. Ich glaube sogar von der Richtung her dürft es ungefähr, vielleicht ein bisschen drüber noch, dürft es sogar einigermaßen passen. Aber Problem ist, solange der Wind nicht dreht, und daher müssen wir unbedingt auch die Drachenmutter killen. Weil mit der Fähigkeit geht es ziemlich einfacher. Da hätte ich jetzt einfach auf Fähigkeit aktivieren geklickt. Und siehe da, wir haben Rückenwind. Und so segeln wir genau in die falsche Richtung. Hilft natürlich mir nichts. Dem einzigen, dem es was hilft, ist wahrscheinlich der Seeschlange, wenn sie mich killen will. Aber gut, es ist ja immerhin. Gut, jetzt könnte man sagen, wir sind ja schon weit gekommen, aber im Endeffekt sind wir von da nach da gesegelt. Und jetzt von hier nach da. Also, das ist, glaube ich, schon noch ein gutes Stück. Und wenn ich ehrlich sein darf, glaube ich, wir nähern uns wieder rau im Gewässer. Schon Wind. Und wie gesagt, wenn hier eine Seeschlange kommt, sind wir echt am Arsch. Gut, wir haben zum Glück einen guten Bogen und noch ein paar Pfeile. Aber unbedingt drauf verlassen wollen würde ich mich jetzt auch nicht. Eine Insel sehe ich noch nicht.
Schildkröte leider auch nicht. Der Wind will auch nicht drehen, obwohl da hinten. Da hinten ist doch schon eine Insel, oder? Du bist nass, ja. Ach was. Ach so, Essen, na gut. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Sonst schon mal noch schlechtere Karten, als wir eh schon haben. Jetzt kommt Wind. Sonst müssen wir nämlich eindeutig woanders hin segeln. Ja, komm Wind, jetzt dreh doch endlich. Ich halt immer noch ganz gemütlich hier schön am Rudern bin. Die Ruhe selbst. So, dann segeln wir eben jetzt dahinter. Einfach nur, wenn wir ein bisschen Rückenwind haben. Meistens sehe ich da ganz schwarz. Nein, keine Seeschlange. Okay, da vor uns ist auf jeden Fall schon mal eine Insel. Aber ehrlich gesagt wollte ich da jetzt noch nicht hin. So. Ich könnte schwören, irgendwo taucht jetzt hier gleich eine auf. Vom Weg her geht es ja stimmen, aber da ist ja schon eine Insel. Jetzt gibt es halt zwei Optionen. Entweder gehen an Land zu Fuß weiter. Oder aber wir segeln weiter. Das ist jetzt. Jetzt dreht der Wind. Wir könnten jetzt auch an der Insel vorbeifahren. Ich glaube, das wäre mir tatsächlich gleich lieber. Von hier da ganz rüber laufen ist schon auch echt weit. Muss man nur schauen, dass wir da irgendwie durchzielen können. Schnell, Wasser, 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 Wasser. Komm schon, Schiff. Oh, danke. So. Aber wir nähern uns der Sache. Wenn wir auch gleich darüber segeln. Oh, das war natürlich nur. Schauen wir mal. Jetzt müsste es ja dann dahinter gehen. Noch ein bisschen weiter rüber. Genau, so. Jetzt sind wir wieder auf Kurs, Freunde. Ah, da hinten ist schon ein Berg. Und da ist wohl auch die Drachenmutti. Einziger Nachteil ist natürlich, gebe ich zu, jetzt müssen natürlich die Dracheneier auch irgendwie dahinter bringen, wobei ich sogar sagen würde, wenn da die Drachenmutter ist, ist ja logischerweise ein Riesenberg. Und dann würde ich auch schauen, dass ich die Dracheneier von da oben gleich irgendwie besorge. Vor allem, weil ja drei an der Zahl auch reichen. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, ich brauche jetzt 10 Stück. So wie die Knochen von Bone Mess. Da sollten wir schon 3 Dracheneier hier vor Ort finden. Und wenn nicht, dann werde ich wirklich da die mitnehmen. Eins habe ich ja noch. Dann werde ich offscreen darüber laufen. Meine Insel geht ja dann irgendwo so. Und dann werde ich halt von hier nochmal rüberfahren. Also. Okay, am Swamp will ich jetzt nicht parken, weil die snacken wieder mein Boot zu Kleinholz. Da schippern wir leichter hier vor. Und dann habe ich fürs erste Mal genug Boot gesehen.
Klar, auch wenn es zum Spiel dazugehört. Ich persönlich finde es jetzt auch nicht schlimm. Boot fahren. Aber das ist sowas, ja. Wenn man dann mal wieder ein paar Folgen lang irgendwo irgendwas gesucht hat oder irgendwo hingefahren ist. Ja, dann reicht es auch fürs erste Mal wieder. Man ist zwar hier ein Wikinger. Und Wikinger sind da bekanntlich, ja, oft mit dem Boot irgendwo hingefahren zum Plündern, aber für mich reicht es jetzt erstmal wieder dann mit dem Boot fahren. Wird euch ja wahrscheinlich ähnlich gehen. Auch wenn ich glaube, die meisten von euch finden es gar nicht schlimm. Persönlich finde ich es ja auch nicht schlimm, aber ja, ein bisschen Action wird mal wieder nicht schaden. Ist wohl auch noch mal ein Swamp, wenn ich das so richtig erkenne. Jetzt gewittert es wohl noch mal die letzten paar Meter. Mal schauen, ob wir jetzt noch bis davor kommen ohne Zwischenfälle. Und vor allem, nein, Ebene, nein. Da wollte ich jetzt halt echt gar nicht parken. Ach, Mutti ist da. Hä? Wo ist denn überhaupt der Bergmann? Okay, das ist alles Ebene hier. Lass mal umdrehen hier. Dann fahren wir mal doch hier lang. Ist wohl wieder paddeln. Lass uns doch mal. Okay, hier sind Ebenen. Das ist eigentlich ganz gut. Und dann können wir hier, würde ich das Portal dann auch gleich stehen lassen. Weil als nächstes müssen wir in die Ebenen. Der Berg ist ja wieder gar nicht übertrieben. Ein bisschen Wind müsste gehen. Wie gesagt, Problem ist, wenn wir hier aussteigen und es trifft ein Moskito, da hinten fliegt schon wieder einer rum. Der kann halt schon reinknallen. So, jetzt paddeln wir einfach mal. Okay, offensichtlich ist die Drachenmutter hier ganz am Ende, also irgendwo hier oben. Gucken wir mal, ob man dem Swamp auch vorbeifahren kann. Das ist aber eigentlich ganz praktisch. Weil, wie gesagt, Portal führt zur Drachenmutter und danach müssen wir in die Ebenen. Und das hätten wir dann hier auch gleich. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal nur einmal noch hier dann ums Eck rum. Vielleicht haben wir ja. Ah, okay, jetzt sieht man es besser. Okay, da ganz oben. Vielleicht haben wir Glück und auf der anderen Seite hier hinten rum sind vielleicht keine Ebenen. Gut, wobei es eigentlich egal wäre. Ich könnte einfach das Boot hier irgendwo parken. Werkbank plus Portal. Bestimmt gleich hier oben, da an dem Eck. Ich sag mal, das Boot brauchen wir ja nicht unbedingt, wenn das Portal steht. Segeln wir nur einmal dran vorbei, weil normalerweise ist ja der Swamp immer nicht so riesig. Die Zeit haben wir dann doch noch, dass wir hier noch gemütlich einmal entlang segeln können. Und dann bin ich tatsächlich gespannt, ob auf der Rückseite des Berges auch wieder eine Ebene ist. Oder falls wir doch etwas mehr Glück haben sollten. Ist auf der anderen Seite hoffentlich der Dunkelwald oder Grasland. Aber man kann es halt nie wissen, das ist das Problem. Sonne scheint noch, das ist gut. Aber ich glaube, da sieht es tatsächlich
eher schlecht aus, weil der, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, sieht mir jetzt nicht so aus, als würde da demnächst irgendwas anderes kommen. Hinten steht auch noch mal ein kaputter Baum. Von daher, da hinten auch noch. Was ist denn das für ein riesen Swamp? Und ich glaube echt nicht, dass ich Lust habe, so weit zu laufen. Hä? Oh. Aufgesessen. Gesagt, jetzt sind wir eh schon unterwegs, jetzt haben wir ja schon gesagt, wir gucken noch auf die andere Seite, von dem her schauen wir jetzt auch mal noch. Was ist denn das jetzt schon wieder für... Alter, der Swamp kann ja nicht immer so weitergehen, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich habe ich jetzt den größten Swamp im ganzen Spiel gefunden, der jetzt einfach dahinter geht oder so. Wohl. Ja, und ich nehme einfach so eine Hütte. Könnten wir eigentlich auch machen. Da drüben ist auch noch irgendein Land, sehe ich gerade. Die Skelette wären jetzt nicht das Problem, die könnten wir eigentlich alle wie sie es denn weghauen. Nee, das ist doch nicht normal. Ich will es jetzt trotzdem wissen, Freunde. Naja, da vorne ist ein Baum, aber das sieht mir immer noch nach Ebene aus. Befürchte ich mal stark. Ja. Das sehe ich noch nicht auf der Karte, aber wir wissen es ja. Wir sind ja schließlich Valheim-Profis, von daher. Gut, Kommando zurück. Okay. Ebene links, Ebene rechts. Dann doch lieber da vorne irgendwo am Swamp. So, sorry Leute für den doppelten Weg. Aber ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, dass es nicht einen einfacheren oder besseren Weg gibt. Von daher. Und dann parke ich tatsächlich irgendwo hier vorne. Weil hier jetzt gleich am Baum will ich auch nicht parken. Wir können uns zwar hier gleich das Ding hinbauen, aber dann müssen wir jedes Mal da komplett rüberlaufen und... Jetzt wird es wieder Zappenduster hier. Gut, immerhin haben wir Rückenwind. Da steht auch noch eine Hütte. Weil ich da schon wieder den Schleim sehe. Schauen wir mal, weil da vorne gibt es safe auch noch eine Hütte. Dann nehmen wir leichter die da vorne. Weil wir wollen ja dann auch gleich den kürzesten Weg haben. Nicht wieder so weit laufen. Gut, hier gibt es ein paar Surtlinge. Surtlingkerne und Kohle.
Ja, jetzt sind wir dann eh wieder vorne und dann würde ich tatsächlich sagen, nehmen einfach irgendein schickes Fleckchen, was wir hier jetzt dann sehen sollten. Da habe ich mir auch mit meinem anderen Let's Play ein schickes Baumhaus gebaut im Sumpf. Das auch ganz cool aussah und rüberkam, denke ich. Und da drüben ist auch nochmal Swamp. Irgendwie geht es hier überall Swamp. So, jetzt legen wir dann an. Zu nah will ich gar nicht wieder vor, sonst kommt gleich was wieder hier der Moskito und will mich wegsnacken. Dem ist nur siebmal, aber auch nichts mehr, gell? Das wäre ein ganz cooler Baum für ein Baumhaus mitten im Wasser, da kann uns normal nichts passieren. So. Würde ich sagen, parken wir mal irgendwo hier. Machen wir mal das Segel ein. So, hier parken wir jetzt. Zack. Zack. Nehmen wir jetzt wieder Schiff, wie immer. Und tschüss. Gut, das können wir dann wieder auf der Karte markieren. Müsste ziemlich weit oben gewesen sein. So, das machen wir jetzt noch schnell. Das war dann irgendwo hier. Schiff. Ist nass. So, gehen wir gleich mal pennen. Den Tag haben wir wieder gut rumbekommen. Auch wenn wir viel auf dem Wasser unterwegs waren. So, jetzt könnte man tatsächlich noch einmal hier drüben auffüllen. Und dann könnte man noch ein bisschen erkunden. War es dann auch schon wieder im Holz. Ich dann auch, dann hauen wir das auch noch schnell rein. Müssen wir dann irgendwann mal wieder farmen gehen, zur Not mache ich es offscreen. Ja, und dann würde ich tatsächlich schon sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, jetzt sind wir eh gleich wieder über der Zeit. Von daher würde ich es jetzt einfach mal so lassen. Dann können wir hier noch rausschauen, ob es hier schon besser aussieht. Ja, sieht's. Ernte ich das Zeug mal noch schnell weg. Zack. Zwiebeln haben wir natürlich immer noch nicht sonderlich viele. Zwiebel. Na. Brauchen wir dich hier wieder. Das ist echt immer Wahnsinn, wie viel Zeug man hier mal braucht. So, Freunde, dann würde ich, wie gesagt, hier. Oh, sogar mein Feuer ist aus, weil ich kein Holz mehr habe. Ich wollte an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. In der nächsten Folge werden wir dann hier mal ein bisschen auf Entdeckungstour gehen. Idealerweise geht es nach dem Swamp gleich hoch, dass wir gar nicht in die Ebenen müssen. Und dann schauen wir mal, dass wir die Drachenmutter irgendwie lokalisieren, die Dracheneier uns organisieren. Ja, und dann werden wir uns wohl oder übel auch schon bald der Drachenmutter stellen.
Wird jetzt wahrscheinlich noch nicht in der nächsten Folge sein. Aber ich denke, in der übernächsten Folge könnte es dann definitiv soweit sein. Gut, dann. Genug gelabert für heute. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bleibt gesund. Bis dahin. Macht's gut. Euer Stevie B. Ciao.